So, ja, kurze ungewohnte Zwischenfolge hier bei NHL. Normal bin ich hier nicht so, dass ich einfach so random in der Woche was mache, aber tatsächlich hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen und wir können aktuell diese Meisterkarten ziehen, diese Extra-Captains noch ziehen, die rausgekommen sind mit Hirikoski, mit Pulard, mit Knight. Wir haben hier, glaube ich, noch. Nee, da haben wir keine Männer mehr. Die normalen 85er, 90 Hughes, 91 Makar, 92 Kucherov. Hateman 87, wir haben hier unseren Hood Game Day Karten, unsere Live Moments Karten mit 91 Hughes und 89 McKinnon. Und wir haben hier 89 Pastrnak, Eichel noch mit drinnen und dann dazu noch 89 Fox, 88 Panarin. Genau, plus X-Factor Limited Karten, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Es gibt dann hier noch weitere Karten. Ich muss gerade schon. Limited 6 per 24 Hours. Okay, waren vorher noch gar nicht im Store, habe ich gar nicht gesehen. Aber es gibt einen kleinen Fehler hier bei Hood Rivals. Ich versuche das Video so schnell wie möglich hochzuladen. Sprich, bekommt ihr wahrscheinlich morgen in der Früh. Es hat sich hier ein Fehler eingeschlichen. Und zwar seht ihr hier die Belohnungen: einmal Ultimate Pack, einmal Jumbo Pack, zweimal Ultimate Pack, zweimal Jumbo plus 80.000 Münzen oder 80.000 Münzen. Das sind die Ergebnisse der letzten Woche. Ultimate 1720 Punkte brauchtet ihr nur, um da reinzukommen. Durftet aber auch nicht mehr haben als 5000 Punkte. Sonst habt ihr nämlich den Bronzerang bekommen und alles drüber hat dann Goldrang bekommen. Und glaube ich, von 0 bis 1720 haben wir jetzt in dem Fall die Silberbelohnung plus die Eisenbelohnung bekommen. Aber ja, wir haben Glück gehabt und wir haben tatsächlich diese Ultimate-Belohnung abgeholt. Und die mache ich jetzt natürlich auf. Nicht, dass die uns die Packs irgendwie noch umwandeln. Um Himmels Willen, das wäre ja fürchterlich. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir hier noch eine kurze Mini-Folge einwerfen. Die Folge wird dann eben vor den anderen Folgen kommen, werde ich dann aber später zurücksetzen in der Folgennummer natürlich auf die richtige Position. Wir werden jetzt aber die Packs kurz öffnen, dass man die uns nicht mehr nehmen kann. Deswegen fangen wir an hier Jumbo NHL Profis Pack. Schauen wir mal, was da drin ist. Genau. Da haben wir schon mal nichts drin. Schade. Hätte ich uns jetzt gegönnt, dass da noch was drin gewesen wäre, für was wir eigentlich gar nicht verdient haben, muss man es natürlich auch dazu sagen. Aber es kommt nicht oft vor, dass man so einen Fehler live mitentdeckt und das ist natürlich dann absolut gefrundenes Fressen. Thompson 84 ziehen wir da zum Beispiel schon mal. Das ist nicht schlecht, auch nicht perfekt, aber immerhin besser als gar nichts, muss man einfach so straight sagen. So, Ultimate Pack haben wir auch nochmal. Da haben wir aber auch nichts Großes drin, also höchstens 85. 82 Clifton, 83 Stützle. Schade. Also wie gesagt, ich mache die eigentlich deswegen auf, damit sie uns diese Packs nicht mehr wegnehmen können oder umändern können oder was weiß Gott sonst. Star of the Month, die wieder. Zwei lila Karten, jetzt bin ich gespannt. Und wieso ist da eine blaue drin? Da kann eigentlich keine blaue Karte drin sein. Okay. 81. Oh mein fucking Gott. What the heck? What the heck? What the heck? What the heck? Wir profitieren gut. Wir profitieren schon mal gut. 91 Jack Hughes verstärkt die Mannschaft. Und wer kommt noch mit dazu? Cam Ward. Ah, 86 KMK. Schade. Aber ja. 91 Jack Hughes. Das ist was. Damit kann ich was anfangen. Müssen wir mal schauen, wo wir den überhaupt einbauen können. Das ist das nächste. Wo baut man denn jetzt dann einen Jack Hughes praktisch ein? Müssten wir praktisch Coin Schofield rauswerfen. Und ansonsten habe ich hier nicht viele Optionen. Crosby. Das ist Deep. Da kann ich nichts machen. Oder Oates ist Rechtshänder. Aber Deep kann ich eigentlich nicht rauswerfen. Aber wir haben eh einen spielmachenden Angreifer zu viel, sehe ich gerade. Aber wen willst du denn da rauswerfen? Das ist halt die Frage, was Hughes für Center-Werte hat. Das ist dann natürlich jetzt sehr interessant zu wissen, wie wir den einbauen könnten. Weil wenn er natürlich jetzt übertrieben krassen Center-Wert hat, dann erübrigt sich die Frage da eigentlich relativ schnell.
Jackie. Dann können wir uns sogar noch umbauen. Schau an. Brückenfahren, One-T, Kreisel. 86 Bullies, okay. 99 Beweglichkeit, fuck mein Life. Hier müssen wir einbauen, da kommen wir gar nicht drum rum. Die Frage ist, wen opfern wir? Crosby hinten als Center statt Oates. Möchte ich eigentlich nicht, ist nicht mein Stil. Du hast nicht genug Bulli wert. 86 Bullies, du hast aber 90, 91, 92 Bullies. Da tue ich mir sehr schwer, auch wenn er nur 85 Geschwindigkeit hat. Theoretisch kannst du notfalls noch Sarah Filier rausschmeißen und Patterson auf die andere Seite stellen. Nee, kannst du nicht, weil dann ist es 2B-Angreifer, die uns fehlt. Ist das kacke. Wir bräuchten Messier. Wir bräuchten Messier. Coin Schofield und Patterson sind gesetzt. Also ich kann nur jemanden rausschmeißen, der hier die drei Pfeile hat. Der Rest ist da gebunkt. Der Rest ist da gebunkt. Es ist ein bisschen nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, Crosby theoretisch hinter in die letzte Reihe. Check Hughes da vorne rein. Ich bin mir sicher, wir finden spätestens am Wochenende eine Lösung. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben einen geilen Pull gemacht. Und durch einen nicen Fehler gut profitieren können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Schauen TV. Ich hoffe, die Folge reicht euch schnell. Bis dann, Tschüssikowski.